hat auch wieder eines seiner selbstgebastelten Instrumente bei mitgenommen. Und danach werden wir dann noch kurz was zur Trachtenbranche hören, dass wir hoffentlich bald hier wieder das Oktoberfest feiern können. Auch die Trachtenbranche oder das ganze bayerische Brauchtum liegt am Boden. Und ich weiß nicht, ob wir das wirklich wollen, dass es kein bayerisches Brauchtum mehr gibt, weil es ist eine Kultur, die wir über Jahrzehnte geprägt haben. Sehr gut. Servus, herzlich willkommen. Ja, wir als Musiker, wir möchten natürlich auch bald wieder auftreten. Und darum habe ich mir jetzt ein ganz besonderes Hygienekonzept überlegt, gerade was die Musikinstrumente betrifft. Ich habe mir Instrumente einfallen lassen, die allerhöchste Hygienestandards einhalten. Das erste schaut gleich einmal so aus. Das ist ein sogenannter Virensauger. Und natürlich kann man mit dem zugleich musizieren. Und dieser Virensauger saugt Viren zuverlässig bis 1,5 Meter Abstand ab. Und zwar bis zu einem R-Wert von 150 und einer Inzidenz von 220 Volt. Da kann er nichts mehr sagen. Der Dings, wie heißt der? Der Corona Nostradamus. Der Lauterbach, genau. Da kann er nichts mehr sagen. Das ist einmal frei. Und für alle Musiker, das Ding geht jetzt dann in Serie und gibt es dann bei Miele. Ganz ehrlich, ein bisschen enttäuscht war ich jetzt schon vor euch, ich habe kein einziges Feuerzeug gesehen. Also, ihr habt das auch schon verlernt. Das nächste Instrument, wir kommen jetzt nämlich von den Sauginstrumenten zu den Blasinstrumenten. Und beim nächsten Instrument habe ich mir überlegt, wie man die Maske gleich direkt in das Instrument integrieren kann. Und zwar nicht so wie bei diesem billigen FFP2 Söderheiberl, sondern richtig eine Gummimaske, die richtig gescheit abdichtet, so wie man es halt kennt beim Einwegglasl. Da muss ein Gummi drin sein, damit es gescheit dicht ist. Das Instrument schaut so aus. Ja, da ist natürlich ein Virenfilter drin, ist ganz klar. Und den Stiel, den habe ich umgeschnitzt zur Flöten. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst selber, die finanzielle Situation momentan ist sehr schwierig und darum habe ich mich da für ein gebrauchtes Modell entschieden. Ja, aber ich habe es gut sauber gemacht, das Ding war in der Spülmaschine. Virenschleudern, das sind natürlich die Blechblasinstrumente, ja, mit denen ich trichter dann aus. Die hauen die Viren ja bloß so umeinander. Und darum habe ich mir was überlegt, wie man den Schalltrichter quasi weit von sich wegbringt, damit man die Viren wegleiten kann. Und da habe ich dann auch was gebaut. Und zwar mit so einem Schlauch. Der Schalltrichter ist auch wieder sehr günstig. Mein, das ist mein alter Reservekanister, da habe ich ein Loch reingeschnitten. Das Auto habe ich eh schon versetzt. Also habe ich das jetzt verwendet. Und mit diesem Schlauch kann ich also den Schalltrichter ganz weit von mir wegbringen. Und da kann man dann vorn, wie bei der Autowerkstatt, was man im Auspuff rein tut, so eine Auspuff, so eine Absauganlage anbringen. Und dann kann man die ganzen Viren nach draußen leiten.
und damit kann man sogar wieder Knoblauch auf der Bühne essen. Das geht alles nach draußen. Und was ich noch festgestellt habe, das kann man wunderbar in den Rucksack reinpacken, auf den Alm rauf, und dann hat man ein wunderbares Reisealphorn. Und dann habe ich noch was, also ich muss jetzt schauen, ob das bei der Kälte da überhaupt funktioniert. Beim Soundcheck war es schon ein bisschen schwierig. Und zwar, was ich noch erklären wollte. Ihr kennt doch mit Sicherheit, besonders die Musiker unter euch, ihr kennt doch diese Bach-Trompeten, oder? Bach-Trompeten, ganz eine noble Marke ist das, die diese Trompeten herstellen, Bach-Trompeten. Und ich hab so eine Bach-Trompeten daheim und ich habe eine Messung gemacht. Und dieses Ding ist tatsächlich lauter. Und darum habe ich das Instrument dann benannt Lauterbach. Ja. Und ja, das ist ja schließlich, das ist ja wie eine Pfeife. Das ist wie eine Pfeife. Und ihr werdet schauen, mit dieser Pfeife werdet ihr jetzt dann ganz früh in Talkshows auftreten. Ja, und dann habe ich noch ein Problem festgestellt, und zwar, es gibt tatsächlich Kollegen von mir, die wollen nicht einmal mehr im Duo auf der Bühne spielen, weil sie Angst haben, dass sie sich bei ihren Kollegen infizieren mit Corona. Und darum habe ich mir jetzt was einfallen lassen, wie man das Instrument vom Kollegen auch noch übernehmen kann, dass man quasi zwei Instrumente gleichzeitig auf der Bühne spielen kann. Das zweite Instrument schaut so aus. Das hängt man sich so um. Und dann kann man das Instrument auch noch mitspielen. Jetzt aber erst ein kurzes Solo auf der Lauterbach.